Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Solpsycho, ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Wir finden uns in der Monologist. Wir finden uns heute im ersten Häuschen, im verlassenen Haus. Mal wieder auf normal unterwegs. Ich habe ja gesagt, da wir in letzter Zeit auf einfach so, ja, im Grunde gar keine Events hatten und es einfach nur langweilig war, zocken wir jetzt einfach mal wieder den höheren Schwierigkeitsgraden. Da ging es beim letzten Mal gut ab. Wer es nicht gesehen hat, letztes Video ist hier oben auf dem i verlinkt. Ansonsten gerne einfach in die Playlist schauen. Denn dort hatten wir endlich mal ein bisschen Action und ich bin heiß drauf. Ich will das Ganze jetzt auch hier im verlassenen Haus haben, deswegen Daumen drücken. Ich weiß noch nicht, inwiefern ich dazu komme, die Videos vorzuproduzieren für diese Woche, beziehungsweise ob es nicht vielleicht sogar ein Update gibt. Denn in Fastmode gibt es diese Woche angeblich ein Update. Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme angeblich. Wenn ihr dieses Video seht, ist es wahrscheinlich schon da. Sollte auch hier in der Monologist ein Update kommen. Weihnachtsupdate, dann werden einfach die Aufnahmen, die ich bis dahin habe, nach hinten verschoben. Also nicht wundern, wenn dann da vielleicht noch kein Weihnachtsupdate ist. Für den Fall, dass überhaupt eines kommt. So, aber jetzt erstmal genug über Updates geredet, die vielleicht kommen könnten oder vielleicht auch nicht. Wir suchen jetzt erstmal einen Geisterraum. Okay, 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 das ging gut runter. Das ging gut runter, da müssen wir... Ja, finde ich auch, ich bin weg. Das müssen wir im Hinterkopf behalten, dass es hier wirklich auf diese 10 Grad runterging, aber vielleicht könnte es noch weiter runtergehen. Na, ihr seht es hier. Da, es geht immer wieder mal so auf 9 Grad runter. Kollege, kannst du es nochmal machen, bitte? Da, da, na, ja, diesmal ist er auf 10 Grad stehen geblieben. Ich weiß nicht, ob er mich einfach nur gerade verarschen, dass es so eine Beschäftigungstherapie für mich ist. Und am Ende bin ich tot, weil ich hier einfach nur die ganze Zeit chille und er kommt aus seinem Geisterraum und rasiert mich. Aber das bleibt mir im Hinterkopf, diese 10 Grad. Ich schau mir jetzt... Hallo? Alter Vater. Irgendwie kommt mir es so vor, als ob meine Mausgeschwindigkeit schneller ist. Aber ich habe nichts umgestellt, das ist immer ein bisschen weird. Okay, also hier mit 30 Grad würde ich mal behaupten, die hat keinen Geisterraum. Aha. Da ging's jetzt... Da war jetzt wieder dieser Sprung so krass nach unten. Was ist denn los hier? Ist alles gut. Ich hab was gehört? Nee, ich glaube, das war einfach nur... Ich hab was gehört. Ja, wo war das? Ich hab definitiv was gehört. Aber hier ist alles frisch. War das hier im Badezimmer? Okay. Es war definitiv hier. No, I can't. Don't want to see you. Bye bye. Okay, dann war hier oben wirklich. Okay, den Gegenstand hat er runtergeworfen. Alles klärchen, also doch richtig gehört. Und ich würde mal spontan behaupten, dass er nicht im Keller ist, eher oben. Also genau die gegengesetzte Richtung, so plus minus, aber okay. Komplett egal, wo er ist. Wir wissen, wo der Geisterraum ist. Und das ist ein großer Vorteil. Problem ist, er redet mit mir, er ist aktiv und er wird wahrscheinlich gemein sein. Was für euch auf jeden Fall ein großer Vorteil sein wird, denn, sagen wir mal ehrlich, ich freue mich genauso, wenn ihr euch erschreckt, genauso wie ihr euch wahrscheinlich freut, wenn ich mich erschrecke. Gerade im Horror-Game muss das so sein. Ein bisschen Schadenfreude ist nicht verkehrt. Ja, aber es würde mir besser gefallen, wenn ich mich nicht erschrecken würde, weil hier gemein ist. Und dadurch, dass ich schon nicht, auch nicht mehr gewöhnt bin, auf normal zu zocken, könnte es ganz ein bisschen haariger werden. So. Jetzt müssen wir erstmal schauen. Du warst es nicht. Du warst es, glaube ich. Und hier sind keine Figis. Ist es natürlich die große Preisfrage. Ist er hier? Also sprich, ist er hier im Flur oder ist er in einem anderen Raum? Temperaturmäßig, desig, kann er mit dem Keller nicht konkurrieren, aber er ist auf jeden Fall hier. So. Der Schatten hat mich gerade irgendwie nervös gemacht. Abmarsch nach draußen. Und ich bin so froh, dass man nicht hört, wie mein Magen knurrt. Es ist jetzt relativ früh am Morgen. Und ich habe seit gut 12 Stunden nichts mehr gegessen. Und ich will mir seit gestern Abend eine Pizza bestellen. Also holen. Aber ich hatte keinen Bock. Weil es draußen glatt war und auf die Schnauze fliegen muss ich jetzt nicht unbedingt. Zumal ich keine Winterstiefel habe. Deswegen war ich die ganze Zeit am Überlegen und zwar so lange, bis die Pizzeria, wo ich es mir hätte ruhen wollen, würde, zu hatte. Und jetzt warte ich schon die ganze Zeit darauf, dass sie wieder aufmacht, damit ich es mir heute holen kann. Also ja. Das ist gerade echt schlimm. Aber er ist immer noch nicht da. Aber ich freue mich einfach. Ich freue mich einfach. Wenn man so lange sich auf irgendein Essen freut, sei es ein Leberkassemir, sei es ein Döner. Das war beide, weil meine zweite war, Leberkassemir oder Leberkäse, Semmel. Wie es die Preisen sagen würden.
wäre meine dritte Wahl. Ja, sollte ich jetzt doch keine Lust haben, zur Pizzeria zu gehen. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal, was am Ende rauskommt. Und so eine Pizza am Morgen verträgt Kummer und Sorgen. Und für mich ist es ja mehr oder weniger Abend. So von der Schlafenszeit her. Basic, basic. Deswegen passt es, denke ich schon. Keine Figgis. Ist auch alles clear. Okay. Ah. Can you talk? Okay, dies. Es kann reden. Es hat gerade gesagt, I will hunt you. Sowas höre ich gar nicht gern. Das ist voll unhöflich. Und ich weiß, es ist eigentlich nicht so clever, dass wir jetzt hier, während er so aggressiv ist, stehen wir hier und tragen ein. Ist jetzt auch nicht so clever. Wo? Was? Warum? Also entweder war der oben und er hat ihn wieder von oben runtergeworfen und versucht mich abzuwerfen, was ziemlich gemein wäre. Oder er war unten. Das würde mir überhaupt nicht gefallen. Was mir hier in diesem Game noch fehlt, ist ein Geist wie ein Zwilling. Oder ein Doppler wie ein Ghost Exile. Sowas würde noch fehlen. Dann nicht unbedingt einfach nur, weil wir... Oha. 61 mit Luckman Spence. Gut, gut, dass ich das auch mal erfahre. Dankeschön. Nee, einfach nur, um mal zu sehen, wie die einzelnen Spiele diesen Doppler umsetzen, diesen Zwilling. Wir kennen jetzt Phasmo, wir kennen Ghost Exile und ein Zwilling bietet so viele Möglichkeiten. Zwei Geister, ein Geist, der eben schnell die Geisterkoppel wechselt, beziehungsweise in jedem Raum sein kann. Der eine hört auf zu jagen, der nächste fängt an. Und. Also es gibt. Hat mich das. Alter! Junger Mann, hier wird nicht gerannt. Alter, ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Alter. Macht mich echt ein bisschen nervös. Ich mag den Geist nicht. Und ich will jetzt gleich erstmal noch schauen, ob er überhaupt noch hier ist. Ja. Ah, ich würde schon sagen. Der ist noch hier. Okay. Haben wir nochmal hier drüben. Es kann ja sein, dass er hier ein bisschen größeren Wirkungsbereich hat oder eine größere Spritzzone hat. Dann könnte vielleicht hier drin auch Ejakulat sein. Oder hier unten, denn hier hat er. Ah, wobei, hier unten glaube ich nichts. Das ist von oben runtergefallen. Sehen wir hier gerade einen Schraubenschlüssel? Nee. Kollege! Ich will jetzt mal spontan behaupten, du bist hier. Manifest. Joyous. Self. So, das Ganze, ihr kennt es ja dreimal. So. Wer bis jetzt noch nichts macht, dann mag er nicht. Ganz einfach. Kann man nicht anders sagen. Was ich schwierig finde, dass dieser Raum hier, oder der Flur hier besser gesagt, verhält sich so ein bisschen wie der erste Teil von der Cycling Street, also das Gebäude vorne. Dass er hier ist, dann ist er unten in der Küche noch, ein kleiner Teil ist noch im Badezimmer. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Das gefällt mir gar nicht. Ich rede nochmal mit ihm. Check, check, 1, 2, can you talk? Aber hier immer noch mit mir antwortet. Mit mir antwortet. Aber mir noch antwortet. Can you talk? Can you speak? How did you die? When did you die? Can you talk? Can you speak? How did you die? When did you die? Okay. Ich habe meine Antwort bekommen. Also ja, er ist definitiv noch hier. Und darum ging es mir eben. Einfach nur, um herauszufinden, ist er noch hier? Ja, nein, vielleicht. Und wenn er mir dann noch antwortet, ist er auf jeden Fall noch da. Würde ich mal so spontan behaupten. Es wird wahrscheinlich so auf ESG-Leinwand irgendwas hinauslaufen. Fingis müssen wir gleich nochmal testen, denn da weiß ich nicht, ob wir die jetzt noch hätten. Hier ist alles clear, hier ist alles clear. Hier ist alles clear, da war schon wieder ein Gegenstand. Diesmal war es nur ein Zweier und diesmal war er unter uns. Oder hinter mir? Jetzt bin ich verwirrt. Also teilweise finde ich es ja echt ein bisschen schwierig mit dem ESG verglichen mit den ESGs in anderen Spielen herauszufinden. ESG, EMS. I'm sorry. Herauszufinden, wo dieser Gegenstand war. Aha. So viel dazu, dass er teilweise überall ist. Temperaturmäßig ist hier noch alles. Jetzt.
Ich bin hier nur beschäftigt, die ganze Zeit damit, hier mein Stuff da rumzutragen. Das ist doch der Wahnsinn. Was sagt die Temperatur hier drüben? Ist warm. Er ist nicht hier. So, und jetzt kommen wir, jetzt kommt diese Schwierigkeit hier mit rein. Wo bist du? Wen haben wir? Warum bist du da? Und so weiter. Also, wir hoffen jetzt auf einen Lichtschalter. Wir hoffen auf eine Tür, damit wir auf jeden Fall die Fingis komplett ausklammern können. Wir hoffen auf Events, irgendwas in der Richtung. Irgendwas, was uns... Ja, was einfach da ist. Okay, das war ein normales Geräusch. Ich will... Nein, nein. Heißt das, ich bin eine Flasche? Arsch mich nicht. Oder wollte mich einfach nur mit seiner Flasche abwerfen. Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall sehr asozial. Ja, wir müssen jetzt einfach nur... Wir können eigentlich nur noch warten. Wir können nur noch warten, bis wir Beweise bekommen. Und da merkt man, da würde ich mal zu 100% sagen, wir merken einen Unterschied. Wenn man die Beweise bekommt zwischen Anfänger, Fortgeschritten oder Schwer. Das auf jeden Fall. So, hier keine Fingis. Denn, ja, ihr kennt die Videos oder Teil der Videos wahrscheinlich. Und da merkt man auf jeden Fall einen Unterschied zwischen normal und einfach. Die Events würde ich jetzt im Nachhinein leider doch sagen, dass das größtenteils random ist. Ich kann mir zwar vorstellen, dass es in leichteren Schwierigkeitsgraden doch ein bisschen schneller geht. Okay, das wollte ich irgendwie nicht sehen. Das hat mich jetzt ein bisschen nervös gemacht. Geht erstmal raus, denn das war die dunkle Version von dem Teufel. Nein, der Teufel ist weiß, aber als ESG ist der schwarz oder dunkelgrau. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Das macht mir ein bisschen Bauchschmerzen. Und das liegt diesmal nicht daran, dass ich Hunger habe. Okay, wir könnten noch einen Bogi haben. Jupio würde passen, finde ich, aufgrund der Tatsache, dass er mit uns geredet hat. Da bräuchten wir Ektoflecken. Grizzin kriegen wir noch nicht oder haben wir noch nicht. Warte, was wäre denn jetzt raus? Das habe ich gar nicht aufgepasst. Ach ja, Freezing ist raus. EMB5, Staffelei, Ecto. Ich gehe jetzt erstmal kurz in den Van, schaue nach, was wir an Nebenquests haben und schaue nach, wie viel Sanity wir haben, denn ich möchte jetzt nicht riskieren, dass er mir gleich in den Arsch schmeißt, denn ich mag meinen Hintern. Er ist zwar klein, er ist nicht wirklich vorhanden, aber genau deswegen brauche ich das, was da ist. So, schauen wir nochmal. Verlorene Notiz, Kerze und Pentagramm. Das ist eigentlich sympathisch. 50... Ich überlege gerade. Also Boogie, Jupio und Iblis. Iblis, relativ egal. Ja, schneller, bla bla bla, Standort. So... Aha, aha. Iblis ist praktisch wie ein Diogen in Phasma. Also gut, das werden wir während der Jagd erkennen. Dann haben wir den guten Boogie. Ist immer noch schwer zu sagen. Und Jupio. Ebenfalls schwer. Aber Jupio ist es so mit dem Reden. Denn ich habe gerade überlegt, ob vielleicht einer dieser Geister hier... Da war gerade irgendwas. Ob einer dieser Geister vielleicht erst sehr spät hier... Oder, da ich irgendwie im Gefühl habe, dass meine Sanity stark droppt, dass irgendeiner dieser Geister meine Sanity stark droppen kann. Was war das, eine Kerze? Diesmal bin ich vorbereitet. Ich weiß es nicht, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der Jupio gerne redet und also das seine Fähigkeit ist und eine seiner Fähigkeiten, dann würde es zumindest erklären, wieso, wenn er redet, Boxantwort oder sonstiges, die Sanity droppt. Wobei Boxantwort steht bei sowas in der Regel nicht dazu. So, hast du gemalt? Na super! Wir haben Iblis. Ist eigentlich sehr sympathisch. Wir können halt nur nicht weglaufen. Aber kann man sich so im Hinterkopf behalten? Iblis kann vielleicht die Sanity stärker droppen. Weil ich muss sagen, das hier sieht gerade schön aus. Mich nervt der Punkt. Aber es sieht schön aus. Dieses Bild beim Kerzenschein. Aber wir stellen es mal so zentral hin. Jo. Ich glaube, das werdet ihr als Thumbnail wieder erkennen können. So, einmal blasen bitte, dankeschön. Und hier ist unser Pentagramm. Brauchen wir noch die Notiz und dann haben wir eigentlich schon alles. Oder was heißt alles? Wir haben eigentlich jetzt im Grunde noch gar nichts. Wir wissen nur ungefähr, wo irgendwas sein könnte. Und dieses Pentagramm, es ist cool, es ist eine schöne Idee, aber ich finde, es könnten sie irgendwie ein bisschen ändern. Dass man hier irgendwie noch was machen muss oder einfach nur Kerzen anzünden. 5 Kerzen so in einem Kreis und da muss man sich reinstellen. So, dass man jetzt nicht unbedingt den Geist bei Neax spawnt wie in Phasmo. Aber dass man
da doch irgendwas beschwert und man stellt sich dann in die Mitte und dann kommen Events oder sowas. Was auch immer das für ein Geräusch war. Hast du die Kerze? Du hast die... Das war doch nicht mal ein Geräusch. Hallo? Weil das Geräusch für das Pentagramm, das kam ja später. Was war das für ein Geräusch, Alter? Ja, aber scheinbar gefällt dem Spiel meine Idee auch. Ah, das wäre doch so episch. Man stellt sich dann in dieses Pentagramm rein und muss warten. Und irgendwo kann der Geist dich anspringen, kann dir ein Event und Jumps gegeben und du darfst diesen Kreis nicht verlassen. Stell dir das mal vor. Dann sollte man eben... Sollte man eben in Hunting Range sein, muss man diesen Salzkreis nutzen. Sollte man nicht in Salz... Oder... Naja, allgemein, damit man halt sicherer ist. So, hier ist keine Notiz. Hier auch nicht. Keine Notiz. Nö. Na super, ich war so überzeugt davon, dass die hier hinten sein wird, aber nö. Oh, das will ich feiern. Das will ich feiern. Wenn du gezwungen bist, in diesem Kreis zu bleiben und du weißt, passiert was. Es kommt was. Oder es geht was. So. Wo ist jetzt meine Kacknotiz? Problem ist, er hat halt immer noch die Kerze. Ne? Der hat die Kerze noch nicht ausgepustet, deswegen haben wir sowieso noch ein bisschen Zeit. Aber früher oder später haben wir den Zettel. Gut, jetzt ist die große Preisfrage. Was kriegen wir zuerst? Den Zettel oder die Kerze? Ich muss mich eigentlich nur oft genug beschweren. Dann wird er wahrscheinlich die Kerze direkt auspusten. Er möchte ungestört sein. Das ist ein gutes Zeichen. Denke ich. Glaube ich. Weiß es nicht. Aha. Was steht hier? Margaret war eine junge Frau von großer Schönheit und Ausstrahlung, aber auch von zweifelhaftem Ruf. Sie hegte eine ungewöhnliche Leidenschaft für Schlangen und einen unstillbaren Durst nach Unsterblichkeit. Man sagte, sie habe einen Kult ins Leben gerufen und auf schändliche Weise Anhänger gewonnen. Sie schreckte von nichts zurück, um ihre Pläne zu verwirklichen. Erpressung, Verlockung, Perversion. Sie brauchte eine große Anhängerschaft, um das Ritual durchzuführen, das ihr ewiges Leben versprach. In der Bibliothek ihres Hauses wollte sie das Blut von Ouroboros trinken und sich dämonischen Schlangen hingeben. Ein wunderschöner Geist im Hochzeitskleid erschien in der Nacht des Rituals und verführte Margarets Anhänger mit seinen Flüstern. Er stachelte sie an, sich gegen Magna zu erheben und sie an den Altar in der Bibliothek zu fesseln. Sie raubten ihr das Blut von Ouroboros, schnitten ihre Handgelenke auf und ließen sie von Schlangen umringt verbluten. Ihr Opfer war jedoch nicht völlig umsonst, sie starb aber gab nicht auf. Sie band Seelen an sich, um wiederzubeleben. Getrieben von purer Wut in Limbo wurde sie zu einem neuen Dämon, Magna. Ihre Bibliothek ist voller Bilder aus ihrem Leben und Tod, Magnas Geist, spukt dort noch immer. Aber ein Bild hebt sich von anderen ab. Es zeigt Magnas Augen voller Wut und Verachtung, als ihr klar wurde, dass sie von ihren eigenen Anhängern verraten worden war. Diejenigen, die die Bibliothek betreten, sollen die Gegenwart von Magnas Geist spüren. Und einige haben berichtet, ihre Schreie gehört zu haben. Andere behaupten, gesehen zu haben, wie sich die Schlangen aus dem Gemälde in ihrer neuen grausamen Form manifestierten. So, wo bist du? Oh mein Gott, du stehst da schon neben mir. Das ging mir ein bisschen zu schnell. Aber okay, jetzt ist geklärt. Der Engel oder dieser Geist im Hochzeitskleid ist Victoria. Na, weil da hatten wir die Story, ich glaube, in der Cyclone Street mit dem Kleid. Und ja, Magna ist dann eben die andere. Jetzt ist nur die große Preisfrage. Bei Victoria, also die in dem Hochzeitskleid, ist ja ganz am Anfang immer kurz Samara. Und dann wird sie erst zu Magna. Also zu der Hexe, zu dem Seltsamen. Aber eigentlich, wenn man jetzt mal das Bild anschaut in der Bibliothek, sieht sie anders aus als Magna. Also als Victoria, also als Margaret. Versteht ihr, was ich meine? Ich nicht. Okay, er muss immer noch blasen, aber wir können jetzt erstmal hier ein paar Sanity-Pillen nehmen. Also eigentlich ist Iblis ein geiler Geist, denn ja, solange du in Bewegung bleibst, sollte dir nichts passieren in der Theorie. Praxis sieht ein bisschen anders aus, wie ihr gerade gesehen habt, denn wenn es schon in dir ist, hast du ein kleines Problem. Zwar Kruzifix mitnehmen und wir hoffen jetzt einfach mal, dass sie motiviert ist und mit der Kerze interagiert, denn sonst wird das Ganze ein bisschen länger dauern als gewollt. Aber was man auf jeden Fall sagen kann oder weiß, das Bild, das da drin ist, auf dem Magna steht, ist wirklich Magna.
Beziehungsweise Margaret. Das, glaube ich, kann man festhalten. So, wie schaut's aus? Soll ich dir das Licht ausmachen? Bist du dann motivierter? Das kann ja nicht angehen, Kollege. Es wird jetzt nur noch diese verkackte Kerze. Jetzt will ich mal schnell was schauen. Die Pillen lassen wir mal kurz hier. Ist hier denn noch... Ja, temperaturmäßig bist du auch noch hier, Kollege. Und dieses wunderschöne Bild hast du auch hier gemalt. Es ist doch ein Kram, wie ist das? Das ist der Wahnsinn. Warte mal, sieht man das Bild schöner? Ah, schade, dass hier so spiegelt, so leuchtet. Gibt es an der Kerze? So ein bisschen. Na, schön. Ich habe früher auch hin und wieder mal, leider sehr selten, Ölbilder gemalt. Lang, lang ist es her, aber... Oh, ich wollte die Pen noch gar nicht nehmen. Ups. Na, egal. Kollege. So, jetzt. Manifest. Wisst ihr was? Ich denke, wir haben gerade den gleichen Gedanken. Wir holen jetzt einfach... Was ist unten oder oben? Keine Ahnung. Aber wir haben, glaube ich, den gleichen Gedanken. Wir holen jetzt einen Fuhl und fackeln das ab. Ja? Wenn sie nicht aktiv genug ist und nicht motiviert genug, um mit der Kerze zu interagieren, dann machen wir sie aggressiv. Oder zumindest aktiv. Ich glaube, wir können festhalten, dass sie ab 50% jagt. Denn vorhin hatten wir ein bisschen über 50 und da hat sie nicht gejagt. Und gerade eben hat sie auf, was war das, 46, 48 oder sowas, als wir im Van waren. Hier im Zelt. Also sprich, sie wird wahrscheinlich so, ihr Threshold ist 50%. Was bedeutet, wir können dann eigentlich auch die Finger ohne Kurzweg sammeln, je nachdem wie motiviert, schnell und zielstrebig sie ist. Na, ja, schauen wir mal. Wenn wir jetzt hier noch 10 Minuten warten, dann lege ich das Kurzweg nicht aus der Hand. Denn auch wenn wir Iblis haben, kann es trotzdem sehr schnell sehr eng werden. So. Da hier dann auch, hier ist sie auch ganz gerne. So, dann hier nochmal kurz in die Ecke. Ja, wir wollen ja an jede Ritze denken. Am Ende chillt sie irgendwo und wir haben genau das Stückchen vergessen. So. Jetzt heißt es warten. Daumen drücken, dass wir nicht zu lange warten müssen und hoffen, dass wir früher oder später anfangen können, die Finger zu sammeln. Okay, bitte danke schön, aber die Kerze ist immer noch an. Endlich, endlich hat es mit der Kerze interagiert. Also meine Sanity dürfte trotzdem gut gejobbt sein. 10-20%. Aber das ist in Ordnung. Ihr habt damit interagiert, wir haben den Zettel gefunden, wir haben alles. Jetzt heißt es eigentlich nur noch, die Finger finden. Was heißt nur noch? Wir müssen Finger finden und verbrennen, also eigentlich schon ein bisschen makaber. Jetzt nicht unbedingt so die Freizeitbeschäftigung, die ich bevorzuge. Da warte ich gar nicht erst. Dieses Event ist immer noch seltsam. So, wir droppen erstmal hier alles. Dann, wenn wir da runter gehen, sind wir in der Sackgasse. Gerade sollten wir jetzt vielleicht schon anfangen, hier ein paar Finger zu verbrennen, aber na, ich will das Ganze gebündelt haben. Damit wir da möglichst schnell bam, bam, bam immer zwei Finger auf einmal runterbringen können. Wir haben jetzt noch ein Kruzifix. Keine Sanity-Pillen mehr. Ja, dieses laute Event, der Wahnsinn. Tut mir leid, wenn es eure Ohren auch wegballert. Meinen geht es nicht viel besser. Ja. Drei Finger haben wir. Aber genau, weil da können wir mal zwei Finger auf einmal runterbringen und sollte sie jagen, dann Kruzifix. Kruzifix will ich auch unten platzieren. Denn die Wahrscheinlichkeit, oder es wird wahrscheinlicher sein, dass wenn sie jagt, wir unten sind, als dass wir oben sind und dann Beispiel nicht ans Kruzifix kommen würden. Na, wahrscheinlich heißt es, dass wir unten sind und dann nicht mehr ans Kruzifix kommen. Hier ist alles klar. Das ist die gute. Über die wir gerade eine Geschichte gehört haben. Und da ist der letzte Finger. Okay. Endspurt, Ladies and Gentlemen. Ich glaube, wir haben noch einen Puffer von 20, vielleicht sogar 30% Sanity. Also, ganz so stressig ist es nicht. Aber man weiß jetzt natürlich nicht, wie die Events auf eingewirkt haben. Das ist ungünstig. Und was mir aufgefallen ist, kurz bevor sie die Kerze ausgepustet hat, habe ich mir nochmal den Text mit Iblis durchgelesen. Und wenn man nah genug an Iblis dran ist, kann man Dinge hören, die man von anderen Geistern nicht hört. Also sprich, hat dieser Geist wirklich irgendwas mit Reden, mit Sprechen. Was ich sehr interessant finde, sehr cool finde. Also entweder einen bestimmten Sound, den man hören könnte, plus minus. Oder vielleicht droppt sie wirklich die Sanity so ein bisschen stärker. So. Nicht wundern, ich habe jetzt nur einen Finger dabei, denn ich habe doch das Kruzifix, das würde ich hier droppen. Upp.
Okay, den Finger. Und jetzt können wir mal 2-2 bringen. Und sollten wir jetzt hier hören, dass sie jagt, einfach schnell runterrennen, Kruzifix, Geist abwehren und danach können wir die letzten 2 Finger runterbringen und dann haben wir das Ganze geschafft. Bam. 2 Finger noch. Ja, wird es doch ein bisschen entspannter noch gegen Ende. Ich hätte mir ein anderes Haus gewünscht, und zwar Kurosawa. Und da finde ich, durch die Mitte kann man besser im Kreis laufen und sich den Geist anschauen. Hier in den Häusern, hier oben außen rumlaufen, mag ich nicht. So. Abmarsch. Diesmal warte ich nicht, bis wir sterben. Alter, ist lauter als gedacht. Und krass, dass das Feuer noch brennt. Wäre eigentlich cool, wenn das Feuer auch noch ausgegangen wäre. Aber gut. Ist nur ein kleines Detail. So. Also. Fazit. Hätte entspannter sein können. Oder zumindest ein bisschen schneller. Die Kerze hatte schon lange gedauert. Wir sind jetzt bei knapp 30 Minuten. Ich weiß nicht, wie viel ich rauscutten musste, aber habt den Vergleichswert. Die Kerze hat ein bisschen länger gedauert als geplant. Der Rest war eigentlich ganz cool. Und auch diese Story nochmal zu finden, nochmal zu lesen, fand ich sehr, sehr cool. Denn ich bin zwar jetzt auf der einen Seite noch ein bisschen verwirrter als vorher. Auf der anderen Seite gibt es langsam einen Schuh. Also ich glaube, jetzt noch mehr von diesen Geschichten lesen und es wird klar, womit man es zu tun hat. So, also wir haben Iblis, 4050, 135 Erfahrungspunkte und ich bin eigentlich sehr zufrieden und ja. Don Quixote und die gute Lilith sind scheinbar auch zufrieden. Zumindest meckern sie nicht. Ladies and Gentlemen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, einen schönen Tag, Mister. Ciao, ciao.